Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt Richtung Feldmauer 60 und werden dort Düngen vorbereiten. Mal schauen, ob wir noch was im Lager haben. Wenn das Lager ziemlich leer sein sollte, kann man auch Dünger kaufen. Ansonsten fahren wir unseren Überladewagen rüber und holen beim Händler. Also hier ist null. Wir haben noch ein bisschen Saatgut. Aber das brauchen wir hier nicht. Ne? Wir haben aber halt halb voll. Wissen wir nicht, wie halb voll. Das heißt, das wird noch eine Weile reichen. Dürfen, müssen, können. So. Ach, Nase juckt. Ja, Silage haben wir auch noch. Siehst du? Das ist auch noch ein Traktor. Muss da nur der Hänger gewesen. Der schwarze Anhänger. Na, mit Traktor. Die müssen noch ein bisschen was holen. Nützt ja all nichts. Oh, hier ist nicht geräumt worden. Aber das sollte irgendwann wegtauen. Ich glaube, das würde nicht funktionieren, das Düngen, aber ich probiere es mal. Ne? Der Boden hat eigentlich keine Frostgrade mehr, keine Anzeige mehr für gefroren. Das hieße, bodentechnisch muss das funktionieren. Man kann das sogar mit den entsprechenden Schneeschmelze einsickern, theoretisch. Ne? Also eigentlich optimal. So, da sind wir schon da. Das gibt viel Unkraut, ist einiger. So, wir testen das mal. Ich meine, mehr wir testen geht nicht. Machen wir so. Da ist schön blauer Himmel und da ist so ein Grau. Kommt der Nebel auf. Da kommt keine Meldung. Okay. Dann müsste das funktionieren. Ich glaube, für Feld 60 habe ich keinen Kurs. Und wenn, wäre es auch egal. Geht ja relativ schnell. Ein Fahrzeug geht ja schnell. Bei den einfachen Feldern. Ja, wir müssen natürlich Feld, natürlich anklicken, dass er weiß, was er berechnen soll. Ne? Dann geht es auch schnell, hoffe ich jedenfalls. Da ist schon fertig. Siehst du, schon Dünger rauf. Ja, die Krähen machen auch wieder Krach. Ne? Also, das ist typisch, den kann es nichts recht machen. Gut, der arbeitet eine Weile. Tschüss. Ups. Ja, so sind die Angestellten. Fahren in den Haufen. Da, ja, da, husch weg. Ja, die sind nicht mehr ängstlich. So, wir gehen mal zurück zum. Ja, hüpfen mal zum Hof, ne? Naja, das Sägewerk muss mal liegen bleiben, weil das wird ja nichts, das schaffen wir also nicht. Da müssen wir auf einspielen und Holz machen, geht auch nicht. K2. Das ist der große, das wird nicht funktionieren. Pflegebereifung. Wollte aber einen nehmen für Silage fahren. Den. Und ich wollte eigentlich Mist fahren. Das heißt, wenn der Schnee weg wäre. Wir fahren mal daran, ob das funktioniert. Wir können ja den LKW wieder nehmen. Das ist ja ganz jetzt ideal. Ob die viel Milch haben? Ja, müssen wir auch noch irgendwann verkaufen. Also wir haben genug Arbeit, also so ist das nicht. So. Aber ich wollte den Mist erstmal beiseite schaffen.
weil der ist mir recht voll. Ist das Förderband aber auch nicht drauf? Jetzt wieder noch? Der Schnee ist weg. Wenn der Schnee weg ist, dann können wir gleich mit dem Förderband starten. Motor starten. Weil das Mist wird immer mehr und dann müssen wir zu viel. Gut, den werden wir mal unterfahren. Und dann, da brauche ich ja dabei, denke ich mal, um voll zu werden. Knapp die, bisschen mehr wie die Hälfte. Ah, die Krähen machen Lärm, du. Jetzt fahre ich den Scheiß weg. Das mögen die gar nicht. Ja, jetzt für Frühling kommt wieder andere Arbeit um zu, ne? Bisschen bessere Abwechslung und so. Nicht wegen Silage, das nicht, aber wegen. Aber hier bisschen düngen. Gut, das sehen wir sowieso nicht, ne? Das kann ich allein machen, ne? Können wir gleich mal gucken, ob es auch funktioniert. Kann ja sein, dass es nicht funktioniert. Na, das funktioniert. Na gut, bei einem Feld kann man ja mal testen, das ist nicht so tragisch. Ich muss zum Friseur, ich habe keinen Bock dazu. Muss mal schauen, weil ich Langeweile habe. Habe ich nicht. Bin arg beschäftigt. Mit Spielen. Friseur macht keinen Spaß. Garantiert ist es blöde 1,50, da gehen und stehst draußen wie ein Blöder und da sammeln sie sich auch an. Also lassen wir die Haare lang werden, ne? Obwohl das eigentlich lästig ist. Wenn es zu lang ist. So ein bisschen dichter ran. Oder innen an sich. Kann überall schön gedüngt werden. Notfalls wir noch zum Müller fahren und nachkaufen. Landhandel Müller, ne? Der heißt Müller, ist kein Müller. So. Ja, noch ein bisschen was da. Kann man noch nutzen. Ja, das ist alles Kapital, das muss noch umgesetzt werden. Auch wenn es hier nicht so viel bringt. Bei der BGH. Wenn da jetzt so viel Silage, dass ich gar nicht weiß, wohin mit Scheiß. Also Tiere schaffen das nicht. Und so rechne ich jetzt mal. Für den Sommer noch ein bisschen Herbst, zwei Tage oder so. Das macht zusammen nachher 14 Tage. 14 Tage ungefähr, je ein Hänger, zwei Hänger füttern. Ja, da kriegen wir nicht verbraucht. Für Mischfutter. Weil Silage macht ja nur einen kleinen Anteil aus. Ne? Da ist Heu schon ein bisschen besser verhältnismäßig verbrauchen. Aber unser Lager ist ja auch voll. Und die Heutrocknung ist auch voll. 1 Million Liter. Da haben wir ja fleißig gefahren. Oder fahren lassen, sagen wir mal so. Ja, andere sagen fahren was anderes zu, aber ich sag mal, ich habe Gras fahren lassen in die Heutrocknung. Ganz fleißig. Da wollen wir nicht hinfahren. Und den können wir auch noch umrüsten zur Not, um Pflegebereifung. Aber wie gesagt, der muss ja heute nicht alles fertig machen, der andere, sondern nach und nach. Ne? So, fahren wir die Runde. Die Silos sind auch ein bisschen ungünstig, die sind ja immer so ein bisschen buggy, sagt man so ganz vorsichtig. Ob da eine andere Lösung für gibt, weiß ich nicht. Also ich persönlich würde mir eher
Ja, die Silos hier bei der Marschwand haben, waren ja auch buggy. Ob dasselbe Grund ist oder das weiß ich nicht. Jedenfalls, ja. Sag mal so ganz vorsichtig ungünstig, ne? Wenn das in den Seiten voll buggt. Das Sachs-Silo soll ja funktionieren, hat er bei seiner Karte ja auch gut gehabt. Also, wenn man zurück kurz reinfahren muss, ne? Ich persönlich nicht so, ja, mit Outdrive muss man probieren, ne, ob man sowas einfahren könnte, sollte ja gehen, muss ich mich mit beschäftigen, aber wiederum sag ich mal so, ich bin alleine, ne? Das ist nicht ganz so, die Silage muss ja auch in die rein, da geht alles wohl Outdrive, aber muss gemacht werden, muss richtig gemacht werden, ne? Das soll ja nur ein Nebengeschäft sein. Wir müssen dann umstellen nach hinten. Da hier. Das soll ja kein Hauptgeschäft werden hier mit Silage verkaufen. Wenn man so ein bisschen so nebenbei, im Winter vor allen Dingen, wenn man keine andere Arbeit haben oder im Frühling, ne? Aber jetzt muss die Silage verarbeitet werden, in Anführungszeichen, dann müssen wir auf die neue Karte wechseln, muss er verkauft sein. Das kriegen wir jetzt nicht so mit. Fahrzeuge mache ich über Geld, das ist kein Thema. Ich meine, ich könnte auch Silage mit Geld machen, ne? Also, der Händler hat ja Silageballen, also das kann man sich ja ungefähr ausrechnen und rauf, aber das macht ja einen Haufen Arbeit. Man muss ja die ganzen Ballen entsprechend im Lager einlagern, ne? Das ist dann ganz schön heftig. Meinen Teil muss ich sowieso da machen. Weil zum Anfang Silage. Ja, im Frühling kannst du gleich mal Mais machen, ne? Oder Gras, ne? Und die fangen ja im Frühling an. Das ist ja bei sich Season so. Wir haben gleich mal das erste Feld mit Gras machen und dann gleich Silage und Heu. Das ist ganz wichtig. Das Grüne muss von außen mit der Kehrbesen weggemacht werden, sonst kann man das nicht ganz verarbeiten. Ist leider so. Dünger hat noch 40% drin. Ist gut. Wird wahrscheinlich reichen. Gut, dass der Boden nicht gefroren ist, ne? Sonst hätte er nämlich gemeckert. Dann wäre es nicht gegangen. Aber wir haben ja eh noch genug Zeit, ne? Wollen wir irgendwann mal Unkrautbekämpfung machen? Dann machen wir im Anschluss prophylaktisch, ne? Wenn er gleich die Fuhre misst, Richtung links fahren, BGH. Und dann müssen wir auch 5 fahren, weil wir im Prinzip sonst zu lange brauchen. Ne? Also wird nicht verarbeitet werden. Nase juckt.
So, hoch, ausschalten und nach hinten schalten. Dann geht er da wieder den Rest rein. Na gut, ist nicht ganz so tragisch. Fahren wir zurück zur BGH. Kommen nur nicht rum. Polarzone. Also hier Knicklenker, keine Ahnung, die Räder können alle vier lenken. Also das ist Gewöhnungsbedürftig. Wenn man ja nicht anders kennt, dann funktioniert auch. Wenn man ja gleich mal eine Fuhre missfahren, ne, zwischendurch. Dass wir das den Misthaufen ein bisschen abarbeiten können. Könnte auch Silage in Kühen geben, ne? Aber wäre man versucht werden, ne? So, die Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter mit Mistfahren, ne? Tschüss.